Willkommen zum, ich glaube, 11. Rennen auf, wo, weiß ich gerade gar nicht. Sorry. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar neue Sponsoren. Brutus Tires mit 3 Sternen. Die anderen zahlen ein bisschen wenig. Der zahlt uns jedes Rennen 100.000 und voraus 500.000. Also nehmen wir das doch gleich mal an. So, Singapur. Es sind noch 4 Rennen bis zum Ende. Da werden wir uns nicht mehr die Mühe machen, Teile zu entwickeln. Ich guck mal, ob ich das Wetterzentrum schon bauen kann. Nein, kann ich nicht. Was gibt's denn sonst noch? Simulator. Können wir den bauen? Den dürfen wir bauen. Ist halt immer abhängig, wie viel Kohle man hat. So, Scouting, da war irgendwas. Irgendwas war doch da. Ach nee, Sponsoren. Ja, genau. Fahrzeugreparatur beendet. Ach, hier, Fahrerscouting abgeschlossen. Das hatte ich eigentlich gemeint. Ja, okay. Mach doch ein Interview. Wenn der sich dadurch besser fühlt, werde ich den wohl kaum darin einschränken. So, eigentlich sind unsere Teile ziemlich gut. Frontflügel. Irgendwie kann man das. Diese Schiebe, ne? Also können sie entweder Leistung oder Zuversicht. Ja, das Problem ist, das springt selber irgendwie immer rum. Ja. Scouting. Ah, das ist eine Frau. Okay. Ja, die will aber nicht. Die will nicht für uns arbeiten. was? Hat in einem schockierenden Interview live im Fernsehen behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Ich bin in einem sauberen Krankenhausraum. Artigen Raum aufgewacht, da waren helle Lichter und allerhand Untersuchungsgeräte und seltsame Apparate, sagte Vidal. Jetzt, wo ich mich entsinne, sah das alles der Carrier Motor Group Fabrik ziemlich ähnlich. 6 seltsam aussehende Männlein zogen einen Vorhang zurück und dahinter war eine Figur. 6 Meter groß, mit Schlitzaugen, purpurnen Haar und dem Geruch von Pistazien ging es weiter. Es öffnete den Mund und ein Name dröhnte heraus. Zodion, sagte Vidal voller Ehrfurcht. Auf die Frage nach weiteren Details verstummte Vidal und begann stark zu schwitzen, als sei eine unbekannte Macht im Spiel. Das Interview wurde vom Manager beendet. Oh Mann. Ein bisschen krank, ja? Also ich glaube ja nicht, dass der wirklich von hier so ein... Was, Telemetriestation? Der Lipponen, der wäre halt ein geiler Fahrer, ja. Aber dass wir den nicht kriegen, ist schade. Ich hätte halt gern so richtig starke Fahrer. Zumindest einen. Sowas hier. Ist halt schon alt. Und bremsen mag sie auch nicht. Wir müssen mal gucken, dass wir was Gescheites finden. Espinosa. Muss bremsen und so muss auch gut sein. Wir können ja mal probieren, ob man da von irgendeinem anderen Team. Jessica Munro. Okay, Kurvenverhalten muss auch gut sein, ja. Dann schleichen die wieder durch die Kurven.
Das braucht man nicht. Geht noch weiter. Auch mal scouten dann. Der Blanc, der ist ja gar nicht so schlecht. Und der muss, glaube ich, auch. Ja, so gut. Dann sichten wir. Der Blau, der ist ja schon alt. Nachtanken 50% schneller. Brauchen wir ja im Moment nicht, weil wir dürfen ja gar nicht nachtanken. Telemetriestation. Du willst alles investieren, aber Kohle gibst du mir keine. So, auf nach Singapur. Folge die Geschwindigkeitsbegrenzung erhöht werden würde. Höhere Geschwindigkeiten würde die Zeit verkürzen, die für einen Boxenstopp geopfert werden muss, die dem Rennen radikale Strategien zulassen würde. Ich hoffe, dass es durchgeht, sagte ehemaliger Teamchef Eddie Dubois. Chefs hätten so mehr Kontrolle über das Rennergebnis, was ich persönlich für eine gute Sache halte. Ja, muss man mal gucken. Wir machen mal vier von denen, dann können wir nämlich ein bisschen mehr Qualifying simulieren im Rennen. Das ist der Stadtzirkus. Circus. Circus. Ja. Wie hat es euch eigentlich bisher gefallen, das Let's Play? Ja? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Wie gefallen euch meine Let's Plays von Motorsport Manager? Ist ein Formel 1 Manager. Hat wohl keine Rechte, sich so zu nennen, vermute ich mal. Sonst würde das ja so heißen. Das wird der F1 Manager heißen oder so. Tut es aber nicht. So, reifen wir. Haben wir extra den hier genommen? Das war. Nee, wir fahren jetzt erstmal einen Rennstint auf dem Harten. So, ich bin auch ein bisschen froh, dass ich die Sache hier schon mal getestet habe, wie das nach der Saison weitergeht. Ja, ich habe das in meinem anderen Spiel oder Profil. Habe ich schon eine ganze Saison hinter mir. Und da bin ich ganz froh, dass ich das gemacht habe. Rennt, genau so. Weil ich habe dann am Ende der Saison einen Haufen Geld gekriegt. Ja, wie viel verrate ich euch jetzt nicht. Aber es war nicht ganz unerheblich. Und habe gedacht, oh, voll geil, jetzt können wir endlich die Gebäude ausbauen. Ja, dann habe ich alle Gebäude ausgebaut. Dann ging es ein bisschen weiter und dann kam die Überraschung. Dann kam nämlich hier ja, neues Fahrzeug entwickeln. Und ich hatte von ungefähr 50 Millionen schon 20 ausgegeben. Und für 30 Millionen kannst du einfach einlenken. Okay. Ich kann einfach mit 30 Millionen kannst du keine gescheite Karre zusammenbauen. Weil die Entwicklung einfach zu viel kostet. Das kostet so um die 60 Millionen in ein gutes Auto. Das war dann einfach nicht mehr drin. Ich hole beide rein, das reicht eigentlich, um jetzt erstmal was zu wissen. Das ist zu hart.
2. Und bei dem hier das gleiche Spiel. So. Ist den drin drin, da da. Und dann geht's los zum zweiten Teil, also zum nächsten Teil vom freien Training. Ja. Und nachdem die Saison rum ist, musst du eben dein Fahrzeug entwickeln. Und dann kannst du wirklich viele Einstellungen machen. Du kannst so ein paar Komponenten vorwählen. Wie zum Beispiel Motor, Bremsen, lauter solche Sachen, die kannst du vorwählen. So, es gibt so Komponenten. Und dann kannst du sogar das Fahrzeug anpassen. Ja, Abtrieb passt. Abtrieb schlechter. Bei Vidal. Nein, kann nicht sein. Weiß nicht, gucken wir gleich. Und dann holen wir nach der Runde rein. Hamilton auch. Man kann es eben auch anpassen, die Höhe der Nase, die Größe des Winglets hinten über dem Motor. Das kannst du alles anpassen. Hat sich gar nichts verändert. Was ist denn da los? Ja, die haben Plätze getauscht, okay. Fangen wir oben an. Der will mehr Abtrieb, kann das sein? Ich dachte, er will weniger. So, dann braucht er auch eine höhere Geschwindigkeit. Und das, die Geschichte hat geklappt. Probieren wir mal so. Den schicken wir gleich nochmal mit den Reifen raus. Und ja, zum Beispiel die Höhe der Nase beeinflusst dann diverse andere Sachen. Hier ist es, glaube ich, auch so, dass die. Wir haben auch getauscht. Eine Übersetzung, Fahrverhalten ist besser geworden. Gut, probieren wir es so. Rumpfbreite am hinteren Ende des PKWs, oder das ist so das Rennauto, das PKW, witzig, hat Einfluss auf den Spritverbrauch, auf den Reifenverschleiß, lauter solche Sachen kann man damit einstellen. Und das wird dann zum Ende der Saison auf jeden Fall interessant. Ja, eine Runde darf da fahren, komm. Gib Gas. Okay, der ist jetzt zufrieden. Ich hole sie rein, weil wir müssen noch Qualifying fahren. Rennen haben wir soweit fertig. Okay, jetzt läuft es ein bisschen besser. Okay, das ist jetzt eigentlich ein wichtiger Hinweis, dann vermute ich nämlich, dass es da liegt. Er kriegt auch noch ein bisschen mehr Abtrieb.
Dann sollte das passen. Dann machen wir Qualifying und nehmen die weiche Supersoft in Rot. Und dann schicken wir den raus auf die Strecken. Und dann gucken wir mal, ob das gut ist, ne? Jo mei. So. Also. Jetzt ist gerade. So. Ja, gut, dann kriegt er auch noch ein bisschen Abtrieb, dass ein bisschen mehr auf der Strecke klebt. Ja, mei, ich probiere gerade so ein bisschen so einen bayerischen, österreichischen Dialekt. Ja, ist ein cooles Land Österreich, auf jeden Fall. Ich kann es nicht, ja, ich kann nicht so sprechen wie die Leute. Aber ich mag's. Vielleicht so. Nee, dann eher andere Richtung. Das ist zu viel. So vielleicht, ja. Das sieht besser aus. Gut, den schicken wir auch auf den roten, supersoften Teil. Und dann gucken wir mal, wie gut damit zurechtkommt. Nee? So, schauen wir mal. Wir lassen ihn mal Vollgas fahren. Regnet. Oh, noch nicht, aber gleich. Oho. Ich dachte gerade, wenn ich hier seinen Tropfen auf der Scheibe. Das ist jetzt ein bisschen schade. Ich wollte nämlich wissen, wie gut der Reifen in meinem Fahrzeug zurechtkommt. Wir sollen die Federung etwas steifer einstellen. Ja, okay. Aber dir ist bewusst, dass du gerade eine super absolute Bestzeit fährst, oder? Auch im zweiten Sektor. Und dann wahrscheinlich auch im dritten. So schaut's aus. Vidal ist einfach witzig, ja? Er fordert, mach das, mach das, mach das. Und dann machst du das. Nicht. Und dann haut er dir eine Bestzeit in die Ohren. Wahrscheinlich sind wir bei 99%. Nee, sind wir nicht. Etwas härter, glaube ich, hat er gesagt. Ne, Weiche müssen wir stellen. Das muss noch mehr in die Richtung. Sollen wir noch einen Tick gehen? Was soll ich denn sonst machen? So. Was anderes können wir eigentlich nicht machen. Wir müssen das so probieren. Ja. Da, 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 da. So. 98%. Ist jetzt nicht 99, aber ist schon gut. Der muss auch noch einen Qualifying-Stint fahren, ja. Sonst kriegt er nämlich keine 15% auf Qualifying und das will ich haben. Oder kurze Zeit runterfahren. Ich brauche gerade ein bisschen recht lang für die letzten Folgen auch. Habe ich schon gemerkt. Aber hält einen auf. Ja, mei, fantastisch ist immer gut, ne? Guck mal, was mit den Intermediates geht.
Hat schon wieder aufgehört zu regnen. Ne? Ja, nicht ganz. Dürfen beide noch eine Runde fahren? Die behindern sich gegenseitig. Die sind so nah aneinander dran. In jeder Kurve. Perfekt abgestimmt, die ist bewegt. Was machen die zwei denn da? Vidal schafft eine Regenbestzeit. Gut, damit war es das vom Qualifying, vom Training. Dann gucken wir mal. Ja, das hoffe ich auch, dass wir die beste Config haben. Es ist wirklich, die Config ist wirklich gut. Okay. Er hat auch den roten drauf. Das passt eigentlich dann soweit. Ich guck mal, ob ich den noch besser hinkrieg. So würde ich es jetzt mal probieren. Und dann gucken wir mal. Wir müssen wieder beide gleich zu Anfang rausschicken. Weil die Strecke schon wieder nass wird. So, ich mache jetzt auch mal auf die langsame Geschwindigkeit, damit ich das ein bisschen besser kontrollieren kann bei beiden Fahrern. So, und jetzt können wir meinetwegen schnell werden. Jetzt haben wir noch ein paar Sekunden. Ich hoffe mal, das reicht. Chapman ist schon vor mir rausgefahren, das kann eigentlich gar nicht sein. So, alle anderen werden jetzt definitiv langsamer sein. Erstmal. Der Regen hört halt gleich auch wieder auf. Und die Temperatur ist dann auf 28 Grad. Das war so der Mittagsmonsun in Singapur. So wie jeden Tag. Nada. Nada. Na? Was ich euch vorhin gesagt habe, ihr könnt auch noch im Training, wenn ihr wisst, im Qualifying, wenn ihr wisst, ihr könnt noch auf diese Setups kommen. Wir warten noch ein bisschen. Ich will nämlich Glück haben. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht noch mal anfängt zu regnen. Ja, du darfst ja. 28 Grad haben. Das sollte einen guten Glück geben. Wir haben noch Zeit. Viele gehen gerade nicht raus. So.
Soll ich auf dem gebrauchten Satz fahren? Nee, wir fahren auf 9. So, wir brauchen wie lange? 1,30. Boxenausfahrt. Also bei 2 muss ich ihn losschicken, den Vidal. Sicher, dass es nicht so wird wie beim letzten Mal, dass ich ihn zu spät rausschicke. Na so, dann gucken wir mal, wie gut wir die Reifen hinkriegen. Wird perfekt. Gut. So, und er kommt 30 Sekunden vorher über die Startziel. Irgendwie scheint er mir ein bisschen langsam. So langsam. Und warum war der Grip weg? Was haben die gemacht? Haben die Straße gefegt? So. Jetzt Renntag. Ich sollte erstmal gucken, welche Reifen wir am besten fahren. 37 Runden, 34. Wir fahren. Was sagt das Wetter? 16, 32, 5. 36. Das reicht nicht. Also fahren wir weiß. Weiß, weiß, rot, würde ich sagen. Und bei Vidal. Fahren wir 16. 32. Da fahren wir auch weiß, weiß, rot. Da muss man nicht so viel nachdenken. Das ist aber dann, glaube ich, können wir Gas geben. Er hat 32 und 7, also 39. Ja, können wir nicht so Gas geben. Im Motorgemisch können wir hochgehen am Anfang. Aber mit dem Rest nicht. So, auf geht's zum nächsten Rennen. Ich hoffe mal, meine Jungs machen was draus. Ja, Vidal auf 13, 14. Kommt gut durch. Man muss da nicht auf die Reifen achten. 30. Er kann am Ende auch auf den gelben gehen. Wenn ich jetzt zu sehr auf die Reifen achte, ist ein bisschen doof. Vidal würde ich gerne sehen, was der macht. Der geht auf den 13. Platz vor. Das freut mich.
Hier ist ein kleines Rennen hier. Nein. Warum ist der... Warte mal, bin ich da jetzt? Der ist 3 Runden gefahren. Nee, die Box kommen wir auf jeden Fall nicht. Wärst du gleich ins Wasser gefahren, Vital, du? Du Mensch. Mann. Also meine Überlegung war gerade, wenn der 18 Runden hat, könnte ich den doch zweimal auf Gelb schicken. So meine Überlegung. Mein Reifen schonen tut er jetzt auf jeden Fall gerade. Das Safety Car bleibt ja noch eine Runde draußen. Das heißt, wir kommen noch eine Runde weiter. Vital, du bist doch doof. Was hast du denn gemacht? Nicht? Unfall. Ja. Einfach so gegen Pfosten gefahren, oder was? Siehst du, 14. Sind wir schon bei 19 Runden. Sind wir bei 31. Also wir könnten auch mit einem Stop fahren. Das ist jetzt die Überlegung. Komm, Hamilton, geh vorbei, ist sehr schön. Ist jetzt meine einzigste Hoffnung. Also ihr könnt auch eine Einstop fahren. Dazu muss er langsam fahren. In 20 Runden. Besser wäre es, im nächsten Stint in Rot zu fahren. Und dann am Ende noch Gelb. Würde ich sagen, dass das unsere Strategie für die Boxenstops ist. Dazu musst du auch vorne mit dabei bleiben. Junge. Lass ihn nicht abhängen. Zu wenig Temperatur in den Reifen wahrscheinlich. Aber das könnte halt auch die Strategie kaputt machen. 19, 27. 26, ja. Dann muss ich erst ganz normal zurücklegen. Mein Gedanke ist halt am Ende am schnellsten zu fahren, wenn die anderen alle schon auf den langsamen Reifen sind. Dann fahre ich jetzt wahrscheinlich eher den gelben noch. Ich kann mit dem roten halt einen Vorsprung rausfahren.
Deshalb wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich mit dem Gelben jetzt erster fahre. Mit dem Roten jetzt erster fahre. Der Rote hat ja am Ende mehr Grip. Oho. Ich glaube, wir fahren jetzt erst den Gelben dann. Oho, hier regnet's. Dann werden wir hier mal ein bisschen pushen. Wie viel regnet es? Wie viel und wie lange? So, die gehen jetzt an die Box und das wird denen ihr Fehler, hoffe ich. Runde geht noch. Und da bleiben wir draußen. Riskieren was? Es ist nicht viel Wasser. Überhaupt nicht. Fünf Runden. Wenn wir jetzt langsam fahren. Sparen wir uns den Stop oder nicht? Ich glaube, wir sparen ihn uns. Der Regen ist nicht so stark. Gehen wir jetzt alle auf Intermediates? Ne, gehen sie nicht. Die Schweine. Hab gehofft, sie gehen auf Intermediates. Wir wechseln jetzt. Auf den hier wechseln wir. Wir gehen auf Risiko, definitiv. Wir reparieren aufs Auto. Ne, macht man nicht. Wir lassen das Auto so. Wir müssen vorwärts kommen. Wir werden jetzt alle auf Intermediates gehen, hoffe ich. Nein, tun sie nicht? Verdammt! Warum tun die nicht, was man von ihnen verlangt? So. Ja, wir müssen noch eine Runde müssen wir noch rausfahren.
hört gleich wieder auf. Alles gut. Die Sache ist ja, dass alle auf dem normalen Satz sind, ja? Von dem her hat es wenig Auswirkungen auf mich jetzt selber. Und der, der auf Intermediates ist, der muss nachher wieder reinkommen. Also der wird hinter mich zurückfallen. Das ist automatisch so. Unsere Boxenstrategie geht halt schon ein Stückchen weiter. Jetzt nur bis zum Regen. Weil jetzt wird es wieder gut, die Sonne scheint und der Intermediate muss gewechselt werden gleich. Mein Gedanke ist eben am Ende noch den Supersoft aufzuziehen. Und deshalb müssen wir gucken, dass der auch noch so lange hebt. Ein paar müssen noch zum Wechseln, ich auch. Interessant wäre es auch, wenn es jetzt mal anfängt zu regnen. So ein Wolkenbruch wäre interessant. Es sieht nicht so aus. Es scheint gut zu laufen. Alles gut für meinen letzten Stint. Der wird ja auf Rot sein. Mann, es geht sich wirklich aus. Ja, das habe ich mir vorhin schon gedacht. Ich war ja auch die Überlegung, ob ich den wechseln lasse. Frontflügel können wir wechseln, der ist schnell gemacht, Getriebe, so viel Zeit haben wir nicht. Ja, und wie immer. Ah, der andere ist schon weg. Und der hat auch Probleme.
einen Platz wird man gut machen. Mehr und wahrscheinlich nicht. Also jemand hat in der Box Probleme. Meine Kollegen hier gehen alle auf dieselbe Strategie. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Wenn die alle die gleiche Strategie fahren, kann ich eigentlich wenig machen. Nur 5 Sekunden vor Moreno ist auch nicht gerade viel. Und er muss wahrscheinlich nicht so auf die Reifen achten wie ich. Vielleicht kriegen wir noch 2 Plätze von den Flores und Vasquez. Die 2 könnten vielleicht noch holen. Außer sie fahren zu Ende. Wenn die 2 nochmal in die Box müssen, dann geht sich's aus. Ja, der eine ist drin. Komm, 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 komm. Ah. Leider nicht, leider nicht. Für Vasquez wird es jetzt reichen. Aber ich glaube nicht, dass er nochmal reinfährt. Er hat 4 Sekunden Vorsprung. So, jetzt komm, hol dir noch ein oder zwei. Miserables Rennen, miserables Qualifying, alles miserabel. Also ich muss sagen, ich bin froh, wenn die Saisonende da ist. Und 2 Rennen haben wir noch, glaube ich. Wenn so Saisonende da ist, dann bin ich zufrieden. Also dann können wir uns neu aufstellen. Dann geht es vielleicht auch ein bisschen besser voran. Es ist halt zäh gerade, wirklich. Und es macht auch nicht so viel Spaß, muss ich echt sagen. Ich bin zwar heiß auf das Spiel. Ja, aber mit sowas habt ihr da darauf Lust? Ja. Also. Also kann man einfach nichts machen. Ja. Diesmal gibt es wahrscheinlich bloß wieder 20.000 Euro oder so. Damit kommen wir auch nicht voran. Ja, da können wir uns auch keine große Entwicklung leisten. Ja, 172.000 wenigstens. Ist trotzdem lächerlich. In einem Fahrer, okay, nach Abzug aller Kosten ist es eigentlich okay. Aber trotzdem wäre es schön, wenn es ein bisschen mehr werden würde. Der ist interessiert. Ich muss mir mal noch überlegen, was ich mit meinem Fahrer mache. Eka Vidal ist eigentlich gut, ja. Aber der hat halt kein Interesse im Moment. Das werden wir in der nächsten Folge. Ich habe keinen Bock auf ein Interview. Okay, ja, Cavalcanti kann gehen. Ist okay.
Wir werden uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wiedersehen. Au, das war mein Arm. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.